herzlich willkommen zum zweiten Seminar unserer Reihe Babywissen hier auf der Lit Lounge und auf Facebook bei der Huffington Post. Mein Name ist Sonja Gembus, ich bin Lektorin im Kösel Verlag und ich freue mich sehr, heute unsere Gäste zu begrüßen. Ja, hallo, ich freue mich auch da zu sein. Ich bin Bianca Heinkel vom Hypnobirthing Institut Deutschland. Und ich bin Jari Gerlind-Kornetzki aus Freiburg und unterrichte dort Hypnobirthing. Die beiden haben ein Buch bei uns geschrieben, Mama werden mit Hypnobirthing, so bringst du dein Baby vertrauensvoll und entspannt zur Welt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um das Thema Geburt, genauer gesagt um die interventionsfreie und selbstbestimmte Geburt. Ja. Darüber wollen wir insbesondere reden. Wir besprechen gleich, was das eigentlich bedeutet. Davor möchte ich noch kurz sagen, ihr könnt uns Fragen stellen. Wir freuen uns über alle eure Fragen zur Geburt. Unter uns ist ein Eingabefeld, da könnt ihr einfach die Frage reinschreiben, abschicken und die Redaktion leitet es mir auf solchen weißen Kärtchen weiter. Eine interventionsfreie und selbstbestimmte Geburt. Vielleicht fangen wir mit einer Erklärung an. Was heißt interventionsfrei? Okay. Interventionsfrei heißt, dass ich als werdende Mama von Moment, wo ich merke, ja, jetzt geht es los, bis ich mein Baby in den Armen halte, von mir aus in meinem Rhythmus, mit dem Rhythmus meines Kindes, mein Baby bekomme, ohne dass von außen eingeleitet wird, Spritzen gesetzt werden und was dann so an Maßnahmen noch es gibt, dass das an mir vollzogen worden ist. Mhm. Und das geht. Und das geht? Das geht. Das geht. Ja. Man denkt natürlich immer, es ist so ein, da muss ganz viel medizinisches Personal um mich herum stehen. Ja. Es ist eine beängstigende Situation. Ich brauche Hilfe. Ja, nein. Im Prinzip sind wir, also sonst hätte unsere Spezies nicht überlebt. Ist das in uns so angelegt, dass Leben weitergeht, dass Leben gut weitergeht? Dass dieses Wissen haben wir in uns. Wir leben aber in einer Kultur, in der dieses Wissen immer mehr verdrängt wird. Also dieses Körperwissen, dieser Bezug zum Körper, dieser Bezug zu diesem intuitiven, ja, archaischen Prozess, immer mehr eine Verlagerung von außen ist die Information, das Außen weiß es besser und damit gebe ich Kompetenz, damit gebe ich auch Verantwortung nach außen ab und das macht Angst, das macht unsicher, weil ich kann das Außen nicht kontrollieren. Es geht hier immer, das Hauptthema bei Geburt ist bei den meisten Frauen Angst und das ist das, was eben dann den Prozess in die eine oder andere Richtung steuert, je nachdem, wie viel Vertrauen oder wie viel Angst da ist. Und hier unser Anliegen ist, wieder mit die Frau dahin zu begleiten und dahin zu unterstützen, dass sie das Gefühl kriegt, ja klar kann ich das. Ja, mein Körper weiß, wie es geht und ich kann mir Unterstützung holen, damit dieses Gefühl noch mehr wird. So, das ist. Da wären wir eigentlich auch schon bei der Selbstbestimmung, wenn es interventionsfrei ist und ich selber bestimmen kann, wie die Geburt meines Kindes abläuft. Ja, genau. Schön. Man sollte ja meinen, dass es selbstverständlich ist, dass sozusagen eine Frau ihre Geburt selbst bestimmen kann, dass nicht von außen ihr herangetragen wird, du brauchst jetzt eine PDA, auch wenn du sie jetzt vielleicht gar nicht, es noch gar nicht weißt, dass du sie brauchst. Ja. Genau, aber es ist nicht so. Es ist jetzt ein großer Unterschied, wenn ich jetzt, wo ich entbinde zum Beispiel. Also das, natürlich. Ja. Also je weniger das Umfeld, je weniger Menschen auch einfach im Umfeld sind, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass du deinem eigenen Rhythmus folgen kannst und dass sich, ja, dass sich der Prozess entwickeln kann, so wie er sich immer entwickeln muss. Und dazu, je mehr Menschen dabei sind, desto mehr Einflüsse finden statt natürlich. Und wenn du wirklich eine selbstbestimmte Geburt machen möchtest, dann geht es darum, auszuwählen, wer ist dabei und wo mache ich das. Ne? Und das ist, da muss man sich vorher Gedanken drüber machen. Aber ist die selbstbestimmte Geburt im Krankenhaus, im Kreissaal, wie ja doch sehr viele entbinden, ist es da auch möglich? Also einfach, kann ich da selbst ins Krankenhaus gehen und sagen, hier, ich gebäre mein Kind und ich bestimme selbst, wie ich also das machen möchte? Wir gehen davon aus, dass es möglich ist. Und das Wichtige ist, dass die Frau im Vorfeld einfach sich wirklich Gedanken darüber macht, wie möchte ich es? Und
das muss sie wissen, bevor sie in einen solchen Rahmen geht, bevor sie in die Klinik geht zum Gebären. Wenn sie es nicht weiß, dann besteht eben größere die Möglichkeit, dass es eine fremdbestimmte Geburt wird. Also so viele, viele Frauen kommen gerade zu mir auch, die eine erste Geburt in der Klinik gemacht haben, die gesagt haben, ach, ich gehe da mal hin, und die machen das schon. Und die kommen dann und sagen, ja, ich möchte gerne was anderes erleben, weil das erste Mal, ich habe mich nicht vorbereitet, ich wusste nicht, was will ich nicht. Und dann machen Menschen das mit einem, was sie für richtig halten. Ne? Und wenn man aber Selbstbestimmung haben will, muss man sich vorher überlegen, was will ich nicht. Und dann kann man in die Klinik gehen, dann kann man überall gebären und weiß, okay, ich gehe diesen Weg. Und ja, und dann muss man eben schauen, was dann passiert. Also man kann es nicht garantieren, aber also es hängt auch von der Klinik ab. Es gibt auch natürlich von Klinik zu Klinik Unterschiede. Aber mir fällt jetzt eine Mama ein, sie war, wie nennt man das, wo man Blutinfusionen an... Diabetes? Nee. Also sie hatte... sie war Zeugin Jehovas, genau. Aha. Dass irgendwas war. Und es gibt natürlich da bestimmte, sie haben bestimmte Regeln, also Bluttransfusion darf nicht sein, Fremdtransfusion. Die Uniklinik hat aber da ein Verfahren, wo das Eigenblut irgendwie abgenommen, gelagert und dann eben zur Verfügung gestellt. Aber es war halt Uniklinik und sie wollte Hypnobirthing haben und Hypnobirthing und Uniklinik, das war zu dem Zeitpunkt in dem Zusammenhang schwierig. Und trotzdem kam sie später und sie war so überzeugt, dass das nur so läuft, wie sie es sagt. Dass selbst in der Uniklinik sie gesagt haben, okay, mach, wir halten uns zurück. Und sie hatte eine selbstbestimmte Geburt, wie sie es für richtig gehalten hat. Also es geht. Aber je nach Institution, Frau muss sich da informieren, wie sind die Regeln. Die sind von Klinik zu Klinik recht unterschiedlich zum Teil. Und dann ihrer Intuition vertrauen, sich mit ihrem Partner auseinandersetzen und dann schauen, okay, ich wähle das unter diesen Bedingungen. Weil das Wort gerade gefallen ist, Hypnobirthing, vielleicht wollt ihr da kurz zwei Sätze zu sagen, was das ist, was das mit Selbstbestimmung und selbstbestimmter Geburt zu tun hat. Einfach, es ist ja jetzt nicht synonym unbedingt zu verwenden. Nein. Was ist Hypnobirthing? Hypnobirthing ist, also zum einen ist es eine Haltung, ist eine Philosophie, ist eine Verankerung im Wissen, dass wir Frauen das können. Dass unser Körper das kann, erstmal. Und es ist ein Konzept, in dem viele Werkzeuge den Frauen angeboten wird, über Atmung, über Entspannungstechniken, über Visualisierungen, über Selbsthypnosen, Achtsamkeitstraining, damit sie diese Kompetenz noch mehr in sich entwickeln kann, beziehungsweise einfach mit ihren Ressourcen und ihrem Wissen da mehr in Kontakt kommt, das ausbauen kann, um dann umso klarer auch auftreten zu können und zu wissen. Es geht darum, wieder in Kontakt mit mir, meinem Körper zu kommen und meinem Kind. Weil das Kind hat eine eigene Dynamik auch. Das Kind gibt den Rhythmus der Geburt vor. Und wenn je mehr ich in Interaktion bin mit meinem Kind, über Intuition, über Gefühl, über Bilder, desto harmonischer kann auch der Geburtsprozess laufen, desto leichter kann er laufen. Und Hypnobirthing bietet diese Möglichkeiten, sich damit vorzubereiten, damit es eben noch selbstbestimmter wird, als wenn ich jetzt nur in eine Klinik gehe und sage, na gut, mal gucken, was passiert. Und das Hypno? Das klingt immer so, als würde man da unter Trance sein Baby kriegen und man wäre gar nicht so richtig dabei. Ja gut, also ich sage in meinen Kursen immer, Hypnobirthing heißt nicht, dass du eben mit Schalmeienklang und Räucherstäbchen und das Baby auf einer sanften Wolke aus dir hinaus gleitet und alle draußen Applaus klatschen. Hypnose ist das Werkzeug, ist der Weg, so verwenden wir es.
Trance ist der Zustand und Trance ist eigentlich, wir sind hunderte von Male tagsüber in Trance, es ist ein Alltagszustand. Und unter der Geburt ist Frau aufgrund der hormonellen Situation und der Entspannung und der Konzentration nach innen schon in einem Trancezustand. Über Hypnobirthing verstärkt sich das noch, beziehungsweise die Selbsthypnosen, die sie erlernen kann. Mhm. Hypnose ist im Prinzip immer eine Selbsthypnose, weil ich als Kursleiterin kann draußen ganz viel machen und mich ganz doll anstrengen, damit du jetzt in einen Trancezustand kommst, aber wenn du nicht mitspielst, habe ich keine Chance. Okay. Das heißt, du bringst dich in Trance und ich unterstütze dich dabei, indem ich zum Beispiel einen Text lese oder dich mit der Atmung in eine bestimmte Entspannungsebene begleite. Und es geht nicht darum, eben, dass die Frau sich wegbeamt. Nein. Also es gibt zum Beispiel, wenn man gibt ja auch die zahnärztliche Hypnose, wo man OPs machen kann ohne Narkose. Und da ist es eher so, dass man sich dann wirklich woanders hindenkt. Mhm. Also dass man so an den Karibikstrand oder wo auch immer. Aber beim Hypnobirthing oder bei Geburt allgemein ist es so, dass du musst in deinem Körper sein, du musst in Kontakt mit dir selbst, mit dem Kind sein und auch im Moment sein. Und da ist es nicht hilfreich, wenn du dich wegbeamst, sondern ja, da musst du dich nach innen beamen sozusagen. Mhm. Und das ist das, wo wir Selbsthypnose einsetzen diese Achtsamkeitsübung, um eben mehr in Kontakt mit sich selbst zu kommen und nicht sich wegzubeamen. Mhm. Das ist nicht hilfreich für Geburt, gar nicht. Mhm. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit den ersten Fragen an, mhm, oder? Wir haben vorab schon welche geschickt bekommen. Susanne fragt zum Beispiel, was kann mein Mann während der Geburt tun, um nicht nur Zuschauer am Rand zu sein? Viel. Und er sollte möglichst schon vorher anfangen, ja, vor der Geburt, nicht erst bei der Geburt. Also unsere Kurse oder Hypnobirthing insgesamt ist etwas, was sich an beide Partner wendet oder an die Frau und eine Geburtsbegleiterin. Das muss ja nicht immer der Mann sein. Wichtig ist da einfach zu wissen, dass durch die gemeinsame Vorbereitung auf die Geburt und kann es wirklich ein gemeinsames Erlebnis werden. Und es geht darum, die Frau immer darin zu unterstützen, sich zu entspannen. Und da bieten wir viele Möglichkeiten an, aber da kann jedes Paar auch jetzt ohne Hypnobirthing sich überlegen, ja, was tut mir gut. Also dass die Frau und dass sie zusammen überlegen, ja, wie kann ich mich entspannen, was tut mir gut, welche Berührung, welche Musik, welche Worte, was tut gut einfach. Und sich klar zu sein, dass der wichtigste Zustand überhaupt bei der Geburt die Entspannung ist. Und das ist das große, ja, das ist das große Missverständnis oder das ist was einfach noch nicht wirklich durchdringt, ist, dass das der Hauptzustand ist, den wir brauchen. Also wir brauchen keine Anspannung, wir brauchen keine Angst, sondern wir brauchen Entspannung und alles, was entspannt. Ja, vor allen Dingen, was den Mann auch entspannt. Ja, das natürlich. Also, weil Frau ist ja unter der Geburt sehr, sehr auch sehr wach. Also die Antennen sind sehr weit ausgefahren und sie kennt ihren Mann und sie weiß in der Regel sehr bald, wann er unter Anspannung ist. Und Frauen neigen eher dazu, dann zu gucken, dass sie ihn versorgen, damit er sie versorgen kann. Und unter der Geburt ist das sehr kontraproduktiv. Und wenn je mehr er gut für sich gesorgt hat, und zwar richtig gut für sich gesorgt, das heißt, dass er auch im Vorfeld sich darüber Gedanken gemacht hat, will ich das überhaupt? Will ich das? Will ich die Geburt begleiten und sein Ja dazu gefunden hat? Dann hat er schon mal eine gute Basis, weil er autonom entschieden hat, diesen Prozess begleiten zu wollen. Und das macht einen Unterschied. Und das Zweite ist tatsächlich zu gucken, okay, was brauche ich als Mann? Welche sind die Situationen, wo es mir, wenn ich daran denke, wo es mir mulmig wird, was brauche ich dann dafür? Es ist wichtig, dass er dafür sorgt, dass er auch sich was zu essen mitbringt, dass er entsprechend leichte Kleidung dabei hat, also dass er sich wohlfühlt. Und dann, wie Shari auch schon gesagt hat,
während der Vorbereitung, wie auch immer die aussieht, gemeinsam einen Plan oder ein Konzept füreinander zu entwickeln, dass wir als Team uns miteinander auf die Geburt vorbereiten. Und das beinhaltet zum Beispiel auch Codeworte, wo die beiden, wo er weiß, okay, wenn sie das sagt, dann will sie, dass ich den Raum verlasse, weil sie jetzt gerade doch lieber alleine sein möchte. Oder dass sie das was anderes möchte. Ja, dass die Kommunikation des Paares, die kann dann durch diese Vorbereitung nochmal eine neue Qualität erfahren. Und dadurch, wenn er sich sicher fühlt, dass er seine Frau versteht, ja, ihre Signale, Körpersignale auch abrufen kann und verstehen kann, dann kann er unglaublich viel tun, weil er intuitiv dann auch sieht, was sie braucht. Ja, und Männer sind ziel- und handlungsorientiert, die müssen wissen, wenn das ist, dann ist das, und wenn das, dann muss ich das machen, das ist klar. Wir sind ja mehr so ein bisschen anders unterwegs, meistens. Und wenn er dann weiß, okay, ich habe mit ihr das durchgesprochen, ich habe mit ihr einen Plan gemacht, wir wissen beide, wir können uns aufeinander verlassen und sie kann sich auf mich verlassen, ich sorge für mich, sie muss sich nicht um mich kümmern während der Geburt. Und vor allen Dingen ist ganz wichtig, dass der Mann den Punkt in sich findet, dass er vertraut, dass der Geburtsprozess, so wie er ist, genau richtig ist. Erstmal. Das Vertrauen braucht die Frau auch. Ja, 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 ja. Also vielleicht jetzt mal so weit. Mhm. Schön. Sibel fragt, muss ich für die Geburt zwingend Atemtechniken üben? Ich würde es lieber einfach auf mich zukommen lassen, anstatt mich dauernd damit zu beschäftigen. Ja, das... Beliebte Frage, oder? Nein, aber wir haben es vorhin schon. Wir haben schon darüber gesprochen. Man kann hier keine allgemeine Antwort geben. Es ist immer die Frage, überhaupt bei all den Fragen ist immer, was ist der Ausgangspunkt? Wie stehe ich mit meinem Körper in Kontakt? Wie entspannt bin ich generell oder weniger? Wie gehe ich mit Stresssituationen um? Habe ich ein gutes Coping? Habe ich gute Mechanismen, auf die ich zurückgreifen kann? Und dann ist, wenn ich wirklich gut bei mir bin, gut entspannt bin, dann, und ich weiß, wenn ich in bestimmte, ich weiß, meinen Atem zu lenken, okay, dann brauche ich es nicht. Aber wenn es darum geht, dass es mir zu viel ist und dass ich es doof finde, oder, dann müsste man noch mal gucken. Also die Atmung ist zentral. Atmung ist zentral. Ich meine, ohne Atem wären wir nicht hier. Ja. Ja, und der Atem ist, wir kommen mit dem Atem und wir gehen mit dem Atem. Ja, und Atmung, wenn ich meinen Atem gut lenken kann, dann habe ich ein ganz großes Werkzeug. Und das, die Yoga machen, die wissen, wovon ich spreche, dass ich damit Befindlichkeit regulieren kann, dass ich damit Körperempfindungen auch steuern kann. Und von daher gesehen empfehle ich auf jeden Fall zu schauen, wie kann ich mich auch über den Atem gut versorgen. Mhm. Also ja, man kann nicht sagen ja, nein, sondern eher genauer hingucken. Mhm. Wie ist der Status im Moment? Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich glaube, das kann man immer so mal ein bisschen mit sich gehen und fragen, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ist es Vermeidung oder bin ich wirklich ganz entspannt mit mir und weiß, ich mache das. Ich mache das genauso, wie es für mich richtig ist. Und wenn dieses Ich mache es genauso, wie es für mich richtig ist, in mir wohnt. Aber da gibt es noch einen anderen Aspekt und zwar dieses, also da ist vielleicht auch so die Frage drin, ja, wenn ich jetzt alle Atemtechniken mache, wird es dann zu einem bestimmten Ergebnis führen. Also ja. Sprich, wenn ich alles perfekt übe und so viele Stunden investiere, bekomme ich dann eine tolle Geburt am Ende. Ja, also so eine gewisse Linearität und kausale Zusammenhang. Und das ist natürlich etwas, was man leider nicht versprechen kann. Ja? Aber wenn man die Ausgangsbedingungen verändert, indem man bestimmte Dinge verinnerlicht und damit sein Körpererleben auch oder seine Möglichkeiten des körperlichen Erlebens verändert,
gibt es natürlich auch einen anderen Ausgang, als wenn man sich jetzt überhaupt nicht mit beschäftigt und ja, sich entbinden lässt. Yeah. Ne? Also das ist einfach was anderes. Ansonsten für mich ist so, Hypnobirthing jetzt speziell, ist für mich, und ich nehme an, dass die Frage darauf auch abzielt, für mich ist Hypnobirthing an sich wie so ein Blumenstrauß. Die Methoden von Hypnobirthing sind wie so ein Blumenstrauß. Und wir bieten diesen Blumenstrauß an und die Frau oder das Paar sucht sich da die Blumen raus, die passen. Sie sollten alle Blumen mal ausprobiert, mal einen anderen schnuppern und alle mal angeguckt haben. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt alles bis zur Perfektion üben muss, um eine tolle Geburt zu bekommen. Mhm. Ja, sondern sie suchen sich die Blumen raus, die für sie passen und die stimmig sind. Und die werden im Idealfall verinnerlicht und damit geht man dann in die Geburt. Und damit hat man sozusagen seinen eigenen Blumenstrauß sozusagen zusammengestellt. Und der trägt einen dann auch. Besser, als wenn man jetzt meint, man muss irgendeinem Curriculum folgen und das würde ein bestimmtes Ergebnis bringen. Das funktioniert leider bei so einem Prozess wie der Geburt nicht. Mhm. Okay. Karin fragt, kann ich etwas tun, damit die Geburt nicht zu lange dauert? Was ist zu lange? Ja. Das zu ist schon mal die erste Frage. Was ist zu lange? Geburt ist etwas, was dauert. Und es dauert seine Zeit. Und es ist nicht möglich, Geburt in ein Schema zu pressen. Das ist leider etwas, was wir heute alle versuchen. Und, auch in Kliniken? Auch natürlich speziell und erst recht in Kliniken, was auch eine gewisse Logik hat. Aber Geburt folgt keiner Logik und Geburt folgt erst recht keinem Schema. Und es gibt kein zu lange. Also jetzt im Sinne einer natürlichen Geburt gibt es kein zu lange. Ja? Und das Wichtigste ist im Prinzip Entspannung und Geduld zu haben. Ja. Und wirklich Zuversicht zu entwickeln und Vertrauen zu haben und den Prozess in sich entwickeln zu lassen. Und dann, ja. Vielleicht hilft auch der Aspekt, dass das Baby die Geburt steuert. Ja. Das Baby hat seine Zeit, die es braucht, bis es durch diesen Kanal durch kann. Aber was, je entspannter die werdende Mama ist, je tiefer sie atmet, je mehr sie sich öffnen kann, desto schneller geht es, desto schneller geht die Öffnung. Mhm. Ja? Und damit ist dann auch die Geburt schneller. Also es gibt, glaube ich, Studien, die besagen oder belegen, dass Geburt unter Hypnose und unter diesen Trancezuständen 2 bis 3 Stunden die Eröffnungsphase kürzer ist. Ja? Weil eben die Entspannung viel, viel intensiver ist, viel weiter geht. Ja, also da kann sie schon was tun im Sinne von Hingabe, Entspannung, an akzeptieren, dass das, was jetzt ist, genau das Richtige jetzt im Moment ist. Und damit verkürzt sich auch das Zeitempfinden. Mhm. Ja, es ist auch immer die Frage, wie empfinde ich Zeit? Und wenn unter der Geburt so viel untersucht wird und dann immer auf die Uhr geguckt wird, also wir haben jetzt 2 Stunden und sind jetzt gerade mal 1,5 Zentimeter oder so, das verstärkt dieses Gefühl, es geht überhaupt nicht mehr. Mhm. Es dauert zu lange. Ja? Wenn wir das außen vor lassen, wenn wir einfach nur im Prozess sind, dann kann es passieren, das habe ich jetzt bei einer Begleitung erlebt, die Hebamme untersucht, das sind, 4 Zentimeter und 1,5 Stunden später war das Baby da. Ja, und zwar völlig reibungslos, ganz, ganz wirklich wunderbar. Und zu sehen, ja, es hat seine Zeit und die Mama braucht einfach die Geduld mit sich, den Prozess und die Geduld auch von außen. Dass der Mann die Geduld aufbringt und ja, die entspannt wird und das medizinische Personal auch. Geduld ist ein großes Thema. Das ist gleich das perfekte Training eigentlich für die Zeit danach. Ja. Geduld und Entspannung kann man die ganze Zeit gebrauchen. Ja. Schön, ja, Entspannung ist ja tatsächlich das Schlüsselwort eigentlich. Ja. Das kommt fast bei jeder Antwort gerade. Ja. Was mache ich denn mit all diesen schaurigen Geschichten, die man über Geburten hört? Also man hört ja selten, ach, es war völlig einfach. Nach 5 Stunden kaum Schmerzen und ich hatte das Kind glücklich abgrenzen. In den Armen.
sich abgrenzen. Mhm. Wir müssen uns das nicht antun. Also diese, wir haben die Verantwortung, so wie wir auch unser Fernsehprogramm wählen, mhm. ja, und die Medien, die wir konsumieren, das hat auch was damit zu tun, weil das Baby hört das alles mit. Das Baby bekommt das alles mit, auch über die emotionale Lage der Schwangeren. Und es gibt in Amerika das, ja, so einen ganz schönen Button, so ein Links, ja, so ein Button, ne? Da steht, please only happy birth stories, baby is listening to. Und Frau hat das Recht und hat auch die Pflicht, an einem gewissen Punkt zu sagen, stopp, ich will das nicht hören. Wenn mein Baby auf der Welt ist, dann können wir gern darüber sprechen. Mhm. Also dieses sich abgrenzen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Sie hat das Recht dazu. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich nicht im Internet alle Horrorstories ja. reinzieht. Mhm. Ja. Also alle Videos ja. anguckt oder ja. wenn dann, also man sollte wirklich da sehr Psychohygiene oder Medienhygiene mhm. betreiben. Ja. Ja. Und, ja. und natürlich seinen Fokus steuern. Was will ja. ich erleben? Ja. Will ich mir noch mehr Angst machen, indem ich in die Richtung recherchiere, oder will ich eine Alternative? Mhm. Ne? Also sich bewusst werden, du hast die Wahl. Du hast die Wahl, womit du dich beschäftigst. Und beschäftigst du dich mit den Horror Stories oder beschäftigst du dich mit dem, was du möchtest? Mhm. Mit dem, was du erleben möchtest. Mhm. Da hat man die Wahl. Es gibt natürlich dann auch viele Frauen, die schlimme Erfahrungen gemacht haben ja. und darüber reden müssen, ja. wollen und ja. dann sozusagen ihr ganzes Umfeld mit diesen Geschichten. Ja, ja. ja. aber es ist die Frage, suche ich mir Hilfe, mhm. und damit ich damit gut klarkomme, mhm. Oder ziehe ich andere mit rein? Mhm. Es ist ein bisschen, ja, ich verstehe es gut, ich arbeite ja auch in dem Feld, und ich weiß, wie wichtig es ist, einen guten Zuhörer zu haben, um es aufzulösen, um einen guten Umgang damit mhm. zu finden. Aber wir haben eine Kultur, in der das Drama eben mehr Raum bekommt, mehr Aufmerksamkeit. Es gibt keine, also Medien im Prinzip, ganz egal, ob es jetzt Literatur ist oder Zeitung, Zeitschrift, was auch immer. Drama verkauft sich besser. Mhm. Ja, und da steigt das Adrenalin und so weiter. Und es hat auch evolutionsbiologische Grundlagen, warum das Hirn so reagiert, das weiß man mittlerweile. Mhm. Da will ich jetzt nicht drauf einsteigen. Aber alleine, wenn ich als Frau merke, wie fühle ich mich, wenn ich das höre und wie fühle ich mich, wenn ich das erzähle, tut mir das wirklich gut oder verändert das, mhm. ja? Dann zu gucken, okay, will ich das einer anderen Frau antun? Wir haben dazu passend auch eine Frage ja. bekommen. Ich hatte vor 5 Monaten eine schwierige Geburt, bei der ich meine Hebamme trotz Hausgeburt als extrem übergriffig und grenzüberschreitend erlebte. Wenn ich heute an Geburt denke, geht es mir schlecht und ich habe Erinnerungslücken. Ja. An wen kann ich mich wenden? Ja, da würde ich ihr auf jeden Fall empfehlen, zu schauen, dass sie, ich sage eine Therapeutin, nicht einen Therapeuten, eine Therapeutin findet, die in dem Bereich Erfahrungen hat, um das aufzuarbeiten, also auch für sich aufzulösen, um dann in einem zweiten Schritt vielleicht auch dann nochmal mit der Klinik oder der Hebamme, das war ja eine Hausgeburt, ja. Mit der Hebamme zu sprechen, wobei das eher zweitrangig wäre. Also mhm. im Vordergrund ist, dass sie sich gut versorgt. Dass sie ist dran. Mhm. Das Baby ist versorgt. Das Baby, sie ist bestimmt eine wunderbare Mama und kümmert sich toll um das Baby. Aber sie ist ganz mhm. wichtig. Also, dass sie ja gut jetzt zu sich selber ist. Mhm. Und sich Hilfe holt. Und sich Hilfe holt. Mhm. Und nicht, sie braucht es nicht alleine machen. Ja. 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 Überhaupt. Und es ist auch nicht normal. Ja. Mhm. Oder natürlich, so eine Erfahrung gemacht zu haben. Mhm. Weil viele Frauen gehen damit, glaube ich, dann. Ja, sie meinen, sie müssen das alleine ja. irgendwie integrieren und so mhm. nach dem Motto, jetzt haben schon so viele Frauen, haben traumatische Geburten und jetzt muss ich ja nicht so wehleidig sein. Mhm. Und, ja, sondern nee, das ist wirklich ein Trauma, mit dem kann man sich helfen lassen. Und das, mhm. ist auch nicht, ja, man ist ja nicht schwach, wenn man dann sich eine Therapeutin sucht. Das mhm. ist,
durchaus in Ordnung und wichtig. Ja. Für die Schwangeren, die jetzt zuschauen, die denken, oh Gott, wie kann denn eine Hebamme grenzüberschreitend und übergriffig sein? Wogegen kann man sich da wehren? Oder wann sage ich Stopp, so nicht? Wenn ich gut bei mir bin. Okay. Ja, also da ist schon die Vorbereitung wieder wichtig. Auch, also Hebammen sind Menschen. Ärzte sind Menschen. Es menschelt. Immer. Ja, und ich glaube, ein Problem ist ein bisschen, dass wenn wir zum Beispiel in der Klinik sind oder mit jemandem zu tun haben, der jetzt in diesem Falle Mediziner ist, dann sehen wir diese Institution und den Titel und lassen uns davon einschüchtern. Aber eigentlich begegnen sich zwei Menschen. Und hier, denke ich, ist es wichtig, für sich auch schon im Vorfeld zu gucken, okay, wie stabil bin ich, wie vertrete ich meine Meinung, kann ich auch Übergriffen im Alltag, da kann ich mich ja jetzt in der Schwangerschaft schon ein bisschen beobachten, sagen, wie gehe ich damit um. Mhm. Wir hatten ja vorhin das Thema mit den Geschichten. Mhm. Das ist eine wunderbare Übung, zu sagen, stopp, so nicht. Mhm. Ja, und sich diesem Gefühl zu vertrauen, wenn ich merke, dass mir es unangenehm ist, habe ich das Recht, zumindest mal Stopp zu sagen. Mhm. Sagen, ich möchte das überprüfen, das will ich so nicht haben. Ja? Und wenn jetzt die Hebamme zum Beispiel sagt, jetzt sind 2 Stunden vergangen, ich muss jetzt mal den Muttermund überprüfen, ist das schon etwas, wo ich dann... Grundsätzlich gilt da, jegliche Untersuchung muss im Einverständnis mit der Gebärenden passieren. Das heißt, es geht nicht, ich muss mal den Muttermund untersuchen, sondern wärst du einverstanden, wenn ich mal nachschaue? Mhm. Ja? Also das muss der Tenor sein, in dem jegliches medizinische Personal mit einer Gebärenden umzugehen hat, selbst rechtlich gesehen. Das ist ja... Okay. Dann alles andere, ich sage es jetzt mal ganz knallhart, alles andere ist Körperverletzung. Ja, also das trifft auch den Tatbestand der Körperverletzung. Wollen jetzt da nicht irgendwie ein Bohai machen, aber es ist tatsächlich so. Und das sollte Frauen wissen. Okay. Ja, also wir haben ja auch in den Kursen auch Rechtsanwälte und ich habe dann auch noch gefragt, ob das wirklich so ist. Und die, ja, auf jeden Fall. Ja. Also sie hat das Recht zu sagen, stopp. Ja. Mhm. Ich finde, also das ist ein Satz, den ich jetzt in den letzten Monaten gefunden habe und wo ich immer wieder die Frauen in den Kursen, den gebe ich den Frauen in den Kursen einfach mit, ist der Satz, was würdest du tun, wenn du die Geburt ganz alleine machen würdest, wenn kein Mann da wäre, keine Hebamme, kein Arzt. Das heißt nicht, dass du das so machen sollst. Mhm. Ja? Das heißt nur, finde heraus, was willst du wirklich? Mhm. Und da ist am besten, man stellt sich das vor, wenn man es wirklich ganz alleine machen würde, was wäre für mich hilfreich? Mhm. Ja? Und was würde ich wollen und was würde ich nicht wollen und was könnte mich unterstützen? Ja? Und so kommt man am ehesten auch an so ein Gefühl für sich selbst und auch vielleicht an so ein Standing heran, dass man sagt, nee, ich will nicht. Mhm. Ja? Ich hatte eine Frau, die Hebamme wollte unbedingt, dass sie tönt und die hatte bei der ersten Geburt schlechte Erfahrungen mit dem Tönen gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, warum, aber auf jeden Fall, sie wollte nicht tönen. Also ganz kurz, tönen ist? Tönen ist Töne von sich, vor allem während der Öffnungsphase. Und sie wollte es partout nicht und sie hat sich durchgesetzt und sie hat einfach nur geatmet und kommen wir gleich wahrscheinlich noch dazu, eine schmerzfreie Geburt. Mhm. Und sie hat das Baby rausgeatmet. Mhm. Also es funktioniert, aber es braucht auch da eine Klarheit. Ne? Und das war eine tolle Hebamme und die war ganz, und Tönen ist jetzt auch nichts Übergriffiges. Ja, es war nur ein Angebot. Ne? Aber sie hat ganz klar, nein, das fühlt sich jetzt für mich nicht gut an, ich möchte das nicht. Mhm. Also es geht nicht darum, es gibt ja so eine Bewegung Alleingeburt oder so. Darum geht es nicht. Überhaupt nicht. Ja, sondern es könnte sein, dass eine Lebenssituation eintritt, die, ich weiß nicht, Schneeeinfall, alles zu, Telefon funktioniert. Mhm. Also nicht in unserer zivilisierten, aber könnte ja mal. Dass man so ein Szenario sich mal vorstellt, wenn ich in so einer Situation wäre, dann bin ich auf mich alleine gestellt,
was würde ich tun? Ja, um den Zugang zu sich zu finden. Das genau. ist so, das vorzustellen und dann einfach zu denken, was die Tür zu sich Es geht nur mich. Und, auch mal, um rauszukommen aus diesem Gedanken, dass ich brauche alle möglichen anderen Leute, um dieses Kind auf die Welt zu bringen. Und ich werde entbunden von meinem Kind. Ja. Also diese Selbstbestimmung wirklich sich vorzustellen. Ja. Und das kann man sich gut imaginieren. Und, das hat das auch heißt, mit Verantwortung auch. Zu tun letztendlich. Absolut. Also ich brauche die Entspannung, aber ich muss die Verantwortung für Kind, den Geburtsprozess übernehmen. Also Selbstbestimmung heißt, ich bestimme selbst. Mhm. Und ich trage die Konsequenzen. Wissen. Also ich denke einfach, dass viele Schwanger sagen, naja, aber ich habe das nicht studiert, ich weiß nicht, wie das abläuft. Ja, kann ich das? Also wir haben, ich hab mal nachgelesen, Säugetiere gibt es seit 225 Millionen Jahren. Also seitdem gibt es auch diese Art des Gebärens. Mhm. Ja, gut, wir Menschen, so 6 bis 8 Millionen, was weiß ich, sowas in der Art, hat es jetzt dann zum aufrechten Gang gebraucht. Dieses, ja, aber was ist wenn, das haben wir ungefähr seit 150 Jahren. Mhm. Ja, also wenn man mal die Dimensionen sich anguckt und wir sind alle hier, das heißt, Geburt ist gut gegangen. Hat so viel, bis jetzt. So oft, klappt, ja. hat, oh, so oft jetzt, geklappt. Ja. Bei all den Menschen hat es geklappt. Bei all denen hat es geklappt, sonst säßen wir nicht hier und wir säßen nicht so gesund hier. Mhm. Und ich meine, zurückkommend auf Grandly Decreed, der eigentlich so die Grundlagen für diese ganze Hypnobirthing-Geschichte gelegt hat und wo ja die Reed-Methode war in den 50er, 60er Jahren ganz, ganz in Deutschland auch, der hat festgestellt, Frauen, die wenig wissen über Geburt und die wenig Angst haben vor Geburt, weil sie es einfach als natürlichen Prozess, der einfach passiert, erachten, die haben leichte Geburten. Und die Frauen, die, also damals hat er das so beobachtet und das war die Grundlage. Und die Frauen, die halt sich viel Kopf gemacht haben und viel Erwartung hatten, auch Erwartung von Drama und Angst und vor Drama und Schmerz, die hatten komplizierte Geburten. Ja? Und daraufhin hat er eben diesen Faktor Entspannung mit reingebracht und Angstfreiheit, ja? Also Angst zu nehmen vor der Geburt. Mhm. Also das zeigt, also es muss nicht heißen, dass man jetzt überhaupt nichts mehr über Geburt erfahren will oder so, aber man muss nicht viel wissen. Mhm. Man muss sich in sich hineinhorchen und in Kontakt mit sich selbst und dem Kind sein. Das ist das Wichtigste. Also der Körper weiß, wie Gebären geht, so gesagt. Mhm. Und der Rest spielt sich im Kopf ab. Und für mich, also das ist so, die eigentliche Problemzone bei der Geburt liegt zwischen den Ohren. Sowohl des Paares als auch manchmal des medizinischen Personals. Mhm. Wobei es nicht auszuschließen gibt, dass es natürlich Komplikationen geben kann, ab und zu mal. Dafür sind sie gut gerüstet. Genau. Wir haben den Luxus, dass wir eine sehr gute medizinische Versorgung haben. Das muss man wirklich anerkennen. Und jeder, der in dem Bereich arbeitet, gibt ja sein Bestes und versucht sein Bestes. Mhm. Die Sichtweisen sind sehr unterschiedlich. Mhm. Und wenn eine Frau überzeugt ist, ich sage nicht dieses positive Denken-Gedöns, so, es wird alles gut, es wird alles gut, unten drunter, wie Pfeifen im Walde. Mhm. Ich kriege das schon hin, aber unten drunter brodelt es. Das ist eher ein Indikator dafür, dass es dann doch ein bisschen mehr genaueres Hinschauen und Begleitung braucht. Mhm. Sondern jemand, der aus sich heraus, der überzeugt ist, der mit diesem Körperwissen in die Klinik geht, der lädt auch in dieses Wissen das Personal ein. Das medizinische, und die wissen ja, das wird gut. Mhm. Also so, da hatte ich wirklich, ich meine, da hast du bestimmt auch, ich habe so oft Geburtsberichte, wo die Paare dann sagen hinterher, ja, die Hebamme hat sich bedankt, dass sie bei der Geburt dabei sein durfte. Ja. Eigentlich hättet ihr mich gar nicht gebraucht, aber danke, dass ich dabei sein durfte. Und und das heißt, das ist ein ganz normales Paar gewesen. Ja? Die haben, das war kein Zauber und nichts, sondern die haben sich einfach gut vorbereitet und waren im Kontakt mit sich, einander und dem Kind. Ja. Schön. Elfe82 hat gefragt, ich möchte gerne ins Geburtshaus gehen, aber was ist, wenn es meinem Baby nicht gut geht? Ist das nicht zu riskant? Also in dem Moment, in dem diese Frage auftaucht, was ist wenn, ist eine Angst dahinter. Mhm. Und mit der Angst ins Geburtshaus zu gehen, ist eher nicht empfehlenswert. Mhm.
Frage ist eher, was kann ich tun, damit ich zum Beispiel vorher ins Geburtshaus gehen und mit meine Ängste sagen und sagen, da und dort und da habe ich diese Fragen, ich bin unsicher, und schauen, ob die Hebammen dort mich so beruhigen können und so, ja, ob das so passt, dass ich dann merke, doch, ich kann mich darauf einlassen. Aber ansonsten würde ich eher meiner Intuition folgen, wenn ich hier so unsicher bin, dass ich dann mir vielleicht eine Klinik suche, in der es einen hebammengeleiteten Kreissaal gibt oder die irgendwie in der Ausstattung und im Personal so in Interaktion mit mir ist, dass ich sage, ja, da fühle ich mich wohl. Mhm. Also nicht, ich will das Geburtshaus, aber. Mhm. Mit aber ist kein, ist keine gute, nein, nicht. Nein, gar nicht. Gar nicht. Das Vertrauen, Sicherheit. Wie heißt die Elfe? Die Elfe. Also vertrau dir in deiner Wahrnehmung, in deinem Gefühl, was willst du wirklich? Mhm. Und folge dem. Mhm. Schön, eine Frage haben wir reingekriegt. Wie fühlen sich Wehen an? Autsch. Schon lange her. Das ist so unterschiedlich. Mhm. Also allein jetzt dieser Begriff Wehen, das ist, wenn ich jetzt in die Wehe gehe, dann muss ich davon ausgehen, dass eine Wehe wehtut. Mhm. So. Wenn ich in die Welle gehe, habe ich viel mehr Spielmöglichkeiten und auch Erfahrungsmöglichkeiten. Frauen, die sich so auch mit den Begriffen auseinandersetzen und merken, Sprache macht was mit einem, Worte machen was, man weiß es über Kernspinnenforschung, dass Worte im Hirn in bestimmten Bereichen, die lösen Emotionen aus, die lösen Bilder aus. Wir denken in Assoziationen, das lässt sich gar nicht vermeiden. Und wenn ich schon schaue, was macht dieses Wort mit mir, dann kann ich mal gucken, wie reagiert mein Körper darauf. Also ich würde dann der Fragenden sagen, spiel mal damit. Spiel mal, was macht es mit dir, dieses Wort? Und dann multipliziere das mit einer Zahl, die ziemlich hoch ist. Weil Geburt ist eine Urerfahrung, ist eine Urkraft, die durch eine Frau durchgeht. Mhm. Und je nachdem, wie die Begriffe im Kopf besetzt sind, macht es die eine oder andere einen Unterschied in der Wahrnehmungsqualität aus. Mhm. Ansonsten gibt es Frauen, die mir beschreiben, es war wie ein ganz intensiver Druck. Mhm. Oder wie ein Ziehen. Oder eine unglaubliche Kraft, die durch mich durchgeht. Und das sind alles Worte. Letztendlich könnte ich, es ist so ähnlich wie wenn ich zu dir sage, dir viel erzähle über Schokolade. Und du hast in deinem Leben noch nie Schokolade gegessen. Ich kann dir stundenlang alle Variationen von bitter bis alles erzählen über Schokolade. Ich gebe dir ein Stück Schokolade und du probierst es und du weißt, wovon ich spreche. Mm. Und so ist es mit Körpererfahrung auch. Und vor allem, du hast dein eigenes Erleben von Schokolade. Richtig. Und das ist auch ganz individuell. Ja. Also, und deswegen können auch Wellen eigentlich nicht beschrieben werden, weil jede Frau sie auch völlig anders wahrnimmt. Ja. Und man hört die oft von Rücken ziehen oder Regelschmerzen oder wie auch immer. Ja, natürlich. Halt aber auch da. Manchmal unten, ja, manchmal vorne. Genau. Manchmal unten. Ja, und das, oder aber auch da ist, wie die Frage ist ja eher, wie gehst du um mit dem Empfinden in deinem Körper? Ja. Ja, und du, und manche Frauen, die sterben schier, wenn sie ihre Regel haben. Mhm. Und manche Frauen, die, ja, denen geht es vorbei. Die haben zwar auch vielleicht diese tatsächlichen, ja, Vorgänge im Körper, aber sie nehmen es ganz anders wahr. Und das hat viel damit zu tun, wie man die Wellen wahrnimmt. Ja. Wir sprechen nicht von wen. Ja, Wellen ist schöner. Ist auch vom Ablauf das gemäßer, dem Körperprozess gemäßer. Mhm. Und hier nochmal, Sprache macht was. Sprache wirkt immer im Menschen, im Körper, im eigenen und in dem des anderen. Das hat immer eine Auswirkung. Und deswegen schauen wir auch in
unserem Rahmen, in unserem Kontext, dass wir achtsam mit Sprache umgehen und dass wir auch Erklärungen und Bilder eher wählen, die eben weg von der Pathologie sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir das heilig sprechen oder schön reden wollen und auch glorifizieren wollen, sondern dass wir ein anderes Empfinden möglich machen wollen. Weil ich wähle in meinem Kopf, ich wähle, wohin es geht. Und ich muss wissen aber, dass das so ist. Und du musst Optionen haben, ja, vor allem. Du musst wissen, dass es noch einen anderen Begriff dafür gibt, den du verwenden kannst für den Vorgang. Mhm. Ne? Und wenn du nicht weißt, dass du das auch noch anders benennen kannst, dann hörst du halt und denkst und liest und sagst immer wieder Wehe und dann schießt du dich darauf ein. Mhm. Und wenn du Welle hörst, ist was ganz anderes, ja, was dann passiert. Und also es ist eine, man muss aber die Optionen wissen. Ja, also es ist kein Kitzeln und kein Shishi-Ding, sondern es ist echt eine Urkraft. Hat Power. Das hat richtig Power. Und das Schöne an den Frauen, die von sich sagen, sie haben eine gute Geburt, die sagen, ich weiß, dass ich alles kann. Mhm. Seit das durch mich durch ist, weiß ich kann alles. Ich fühle mich so viel stärker. Das hätte ich nie gedacht, dass ich so eine Kraft in mir habe. Ja, und da in das Vertrauen zu gehen, da würde ich gerne eigentlich mehr noch drüber reden wollen. So, es gibt ja auch einen Unterschied. Also es gibt ja sozusagen die Wellen, die man braucht, bis der Muttermund offen ist und danach die Presswellen. Geburtswellen. Genau, die ja auch nochmal ganz unterschiedlich sind. Also tatsächlich, wenn es dann wirklich daran geht, das Kind rauszuschieben, da kann man sich ja nicht widersetzen. Nein. Das ist wirklich eine. Nein. Die kommen. Nein. Da musst du dich nicht drum zu kümmern. Nee. Um Wellen also brauchst du dich nicht kümmern. Man könnte sie auch nicht irgendwie. Es ist. Ich finde auch in Bezug auf die Wellen, und das ist wirklich für mich das Allerwichtigste, dass ich das immer wieder vermitteln kann, dass es eben in diesem ganzen Geburtsprozess, der ja so verläuft, ja, dass es da wirklich darum geht, in die Entspannung zu gehen. Die Wellen kommen, die kommen. Brauchst dich nicht drum kümmern, die kommen. Ja? Und du gehst in die nächste Entspannungstal und du wartest sozusagen in der Entspannung auf die nächste Welle. Nicht hier oben auf der Welle sozusagen, jetzt kommt die nächste Welle, oh Hilfe, die nächste Welle kommt bestimmt gleich. Dann potenziert sich die Anspannung und dann wird alles, aber du musst runterkommen wieder, du musst wieder ins Tal gehen, in die Entspannung kommen. Und dann wird es ein relativ, ist es dann noch weniger schmerzhaft? Also wenn ich sozusagen nicht diese Angst, nicht mich innerlich verkrampfe, anspanne, sondern es schaffe. Ja. Aber es ist ja schon ein bisschen ein Geheimnis, wie ich bei Schmerzen entspannen soll. Nein, nicht bei Schmerzen, zwischen. Okay. Zwischen zwei Themen. Es sind zwei Dinge. Also das eine ist, was du auch sagtest, es wäre für die Geburt selber zu schauen, dass man sich von einer Entspannungsphase, von einer Ruhephase in die nächste hineinbringt und man atmet sich über die Welle und dann ist man wieder in der Entspannung. Also dass der Fokus von Pause geht, das macht was in der Erwartung. Mhm. Ich freue mich auf die nächste Pause. Mhm. Ja, gut, ich atme mich noch durch und dann. Mhm. Ja, das ist das eine. Das andere ist, Schmerzen entstehen, letztendlich werden interpretiert zwischen den Ohren. Mhm. Ja, und je nachdem, wie ich grundsätzlich wie empfindlich ich grundsätzlich bin und wie ich im Alltag auch lerne, mit dieser Reizleitung umzugehen, habe ich einen ganz großen Einfluss darauf, wie ich es wahrnehme. Mhm. Und je nachdem, deswegen ist auch Sprache wichtig, deswegen ist eine gute Vorbereitung wichtig, deswegen ist das Gefühl, dass ich mich sicher fühle, wichtig. Wenn das vorhanden ist, dann bin ich eher in der Lage, Endorphine freizusetzen, Entspannungshormone freizusetzen, um hier an den Stellen, wo die Schmerzrezeptoren reagieren, das abzudämpfen. Ja, während wenn ich aber in der Anspannung bin, in der Angst, dann ist das eben nicht gegeben, sondern habe ich eher Adrenaline, habe ich eher Stresshormone, die das Schmerzempfinden verstärken. Wichtig wäre im Vorfeld schon, das haben wir ja auch im Buch beschrieben, dass Frau mal schaut, wie bin ich denn so unterwegs? Bin ich eher empfindsam? Also, und ich meine das jetzt nicht
abwertend, sondern einfach nehme ich Schmerzen sehr intensiv wahr und dass sie dann schon anfängt zu schauen, okay, wie kann ich es mit Atmung, wir sind wieder bei der Atmung, ja, mit Atmung kann ich den Parasympathikus aktivieren, kann ich Endorphine aktivieren, habe ich das Gefühl, ich steuere meinen inneren Prozess. Vielleicht tiefer durchatmen, nicht ja, das ja, ja, es ist, der Parasympathikus ist sowas von wichtig und die Aktivierung über die Atmung. Mhm. Und dann ist Schmerzempfinden regulierbar, ist steuerbar und das. Also ich hatte die Erfahrung, es ist zwar was anderes, aber ich hätte es auch nicht gedacht. Ich war mit meinem Hund nachts um 10 war ich unterwegs im Wald, ja, und ich falle hin und mir reißen sämtliche Bänder am Fuß. Ja, und ich hatte noch eine halbe Stunde Autofahrt. Und ich bin ins Auto, ich habe nichts wahrgenommen. Ja, ich bin, bis ich zu Hause war und bis ich den Schuh ausgezogen hatte und dann wusste ich, was passiert war. Also ich wusste, ich habe vorher schon was passiert, ja, aber ich spürte es. Das heißt, dieses in mir, ich muss zu Hause ankommen. Ich muss auf jeden Fall zu Hause haben. Es gibt hier niemanden, der mir helfen kann. Also diese innere Ausrichtung von, ich konzentriere mich und ich war wie in Trance, ich fahre mit diesem kaputten Fuß über den Berg nach Hause und es ging. Und das wissen viele, die Sport machen, die Sportverletzungen haben. Tänzer, ja. Diese innere Überzeugung, diese Haltung, dieses, okay, ich kann das jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Mein Ziel ist ein anderes und danach. Dass ich diese Kraft in mir habe. Das sind auch diese Selbstheilungskräfte, die da aktiviert werden können. Das ist ein großes Thema, das ist ein wunderbares Thema. Ja, da können wir noch eine Stunde dranhängen. Schön. Katharina fragt, ist es nicht normal, Angst vor der Geburt zu haben? Normal, was ist normal? Tja. Es ist, ich sag mal so, ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft normal geworden ist. So. Das ist ein Unterschied. Ja. Ja? Per se gehört Angst nicht zur Geburt. Weil Angst stört, also wenn ich jetzt rein mal auf die Biologie gehe, Geburtsprozess dient der Arterhaltung. Und die Biologie hat keine Mechanismen eingebaut, damit die Art nicht weitergeht. Also damit wir aussterben. Sondern wir sollen ja weiter, ja? Also wir haben ja die 225 Millionen Jahre. Und wenn da Angst als wichtiges Element eingebaut worden wäre, dann hätten wir auch im Körper nochmal andere Mechanismen gehabt oder hätten die, um damit umzugehen. Aber im Prinzip ist Angst kontraproduktiv zu diesem Prozess, weil es eng macht, ja, weil es die Geburt behindert, weil es das Kind stört, ja, die Adrenalin, also die Stresshormone, die da ausgeschüttet werden, die betreffen ja auch das Kind, also die behindern auch das Kind in seinem Geburtsprozess. Das ist nicht angelegt. Sonst hätten ja auch Tiere Angst vor der Geburt. Ja, und also, es ist, sieht man nicht. Hier wieder zwischen den Ohren. Ja, es ist, warum ist Angst da? Weil es Geschichten gibt. Genau. Nehmen wir mal die Geschichten weg. Was ist denn dann? Ja, dann ist es ein Prozess. Ja, und wir haben ganz viele indigene Kulturen, in denen Geburt als, ja, es ist eine Initiation in eine neue Daseinsform, nämlich vom Mädchen zur Mutter erstmal, wo das aber als ein Kraftakt gefeiert wird, wo Frau gehegt und gepflegt wird, wo sie unterstützt wird. Und in so einem Feld von Sicherheit und Wohlwollen, auch was das Kind angeht, also ich weiß, in der tibetischen Kultur feiert man jedes neue Wesen als einen neuen Buddha, ja, und entsprechend pflegt man hier die Schwangeren auch erstmal. Ja, natürlich gibt es da auch immer viele Unterschiede, aber so von der Haltung. Und diese Haltung, da gehört Angst nicht rein. Es ist unsere Kultur, die auch viel mit Angst, auch leider christliche Kultur, wo mit Angst gesteuert wird, manipuliert wird und Frau klein gehalten wird.
Und es war mal wirklich ein Festakt. Ja. Geburt war ein Fest früher. Ja, es ist ja eigentlich so schade, dass es eigentlich was Schönes ist. Man kriegt sein Baby endlich nach all dieser Zeit und ist dann eigentlich so, oh, jetzt muss ich erst über diesen riesen Berg, bis ich endlich den schönen Teil vom Kinder haben. Ja. Und man kann es auch so sehen, dass die Geburt letztendlich die Vollendung der Zeugung ist. Ja. Und ich meine, es sollte eigentlich ein schöner, ein schöner Prozess sein. Genau. Ja. Also da würde ich wirklich ans Herz legen, zu schauen, sich mehr Geschichten, mehr damit zu beschäftigen, wo es gut ist. Mhm. Was hilft mir, mich zu stärken? Ja. Mhm. Und nicht die Angst zu nähren. Es ist eine kulturelle, es ist ein kulturelles Thema, diese Angst während der zur Geburt. Aber das ist ja auch ein wichtiger Hinweis, um sich davon zu distanzieren, weil es sozusagen nicht was Normales ist, was zu meiner Gattung gehört, sozusagen als Vorsichtsmaßnahme. Angst hat ja auch was Gutes. Es ist ja nicht so, dass es, dass es immer schlecht ist, sondern es hat ja auch, und bei der Geburt weiß man, ich habe ich jetzt Angst, damit ich besonders Vorsicht walten lasse. Ja, da will ich noch drauf zurückkommen. Angst im Sinne von Wachsamkeit. Mhm. Ja, so auch Achtsamkeit mit mir selber, so wie sind meine Informationen, ist das alles harmonisch oder gibt es eine Unruhe zu etwas? Das ist aber was anderes als diese psychologische Angst vor dem, was ich nicht kontrollieren kann. Und tatsächlich, es ist so, ich kann Geburt nicht so kontrollieren, wie wir heute gewöhnt sind, die Dinge zu kontrollieren. Aber auch die außenstehenden Menschen nicht. Das, das ist es ja. Das ist es ja. Ja. Ja, wir haben eine Steigerung also je mehr medizinische Hilfsmittel wir haben, desto größer wird die Angst vor der Geburt. Mhm. Leider haben wir genau, steigt es parallel. Mhm. Ja, also irgendwas stimmt da nicht. Ja, definitiv. für eine Frage haben wir noch kurz Zeit. Wir haben sie eigentlich auch schon beantwortet. Anna fragt, meine erste Geburt war ganz furchtbar, 36 Stunden und so weiter. Ja. Ich habe so Angst, dass es beim zweiten Mal wieder so wird. Wie gehe ich damit um? Wie eigentlich bei der ersten Frage, nimm dich ernst. Wenn du diese Ängste hast, heißt das, dass sie dich umtreiben, dass sie vor einer guten Erfahrung, dass sie zwischen dir und einer guten Erfahrung stehen. Und versorge dich, indem du dir jemanden suchst, der hier mit dir das auflösen kann. Ja. Weil du tust es für dich, du tust es für dein jetziges, für das erste Baby und du tust es auch fürs zweite. Und es gibt die Möglichkeit auch nach einer ersten traumatischen Geburt. Ich hatte vor kurzem eine genau die Frau, von der ich vorhin erzählt hatte, die hat am Ende des Kurses zu mir gesagt, weißt du, ich bin wieder da, wo ich vor der ersten Geburt war. Sie kam, weil sie eine andere Erfahrung machen wollte nach einer ersten schlimmen Geburt. Und sie war dann wieder dort und konnte wieder zuversichtlich und vertrauensvoll in die Geburt gehen und hat eine wunderbare Geburt gemacht, eben in der Klinik, wo sich die Hebamme bedankt hat. Wobei ich glaube, man kann sich wahrscheinlich ja auch mit der zweiten Geburt, also wenn man sozusagen die erste verarbeitet, sich wieder frei auf die zweite Geburt einlassen kann, da eine schöne Geburtserfahrung macht, da bestimmt das Trauma von der ersten auch auflösen, ein bisschen auflösen. Ja. Weil wenn ich sozusagen aus Angst vor dieser Situation gleich sage, ich mache einen Kaiserschnitt und mich nicht nochmal, dann bleibt wahrscheinlich dieses Trauma einfach. Es wird verstärkt. Ja, genau. Und wir haben, also das ist so, ich meine, ich habe in einer Traumaklinik gearbeitet, bin so ein bisschen bewandert mit dem Thema Traumatisierung. Und du kannst wirklich jedes Trauma gut auflösen. Das heißt nicht, dass die Erfahrung weg ist. Aber es wird zu einer Erinnerung, es wird zu einem Teil deiner Geschichte, das dich aber emotional und auch mental nicht mehr belastet oder steuert, sondern es ist wie eine Narbe, die gut vernarbt ist und du weißt, da war mal was und es ist Teil von mir, aber der Rest ist heil. Und mit diesem großen, großen Teil, der heil ist und gesund ist,
damit in die Welt zu gehen, macht eben einen großen Unterschied, als wenn hier diese Wunde nicht heilt und dann immer, ja, Impulse von außen kommen, also Trigger nennt man das dann, und ich erinnere mich dann wieder an dieses Schlimme und damit kann das nicht heilen. Also ja, ich habe viele Frauen, viele Zweitgebärenden oder Drittgebärenden, die zu diesem Thema kommen und die ganz glücklich sind, wenn sie dann ihr Kind bekommen, merken, was ganz anderes. Mhm. Ja, und es geht. Mhm. Es geht wirklich. Geht. Nur, du musst für dich gehen. Das ist ein schönes, ein schöner Schlusssatz. Die Stunde ist nämlich schon rum. Wir sind am Ende des Webinars angekommen. Okay. Danke, dass ihr heute da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so ausführlich. Ja. Danke für die Einladung. Zu antworten. Ja. Danke an euch fürs Zuschauen. Ja. Danke für die Fragen. In ein paar Stunden könnt ihr euch den Videostream hier anschauen. Das nächste Webinar von unserer Reihe Babywissen ist am Donnerstag, den 27.10. wieder von 14 bis 15 Uhr, diesmal zum Thema Schlafen mit Nicola Schmidt. Und ich freue mich sehr darauf, euch dann wieder zu begrüßen. Bis dann.